Letztendlich geht es um den Löwen, der selbstverständlich zu essen bekommen soll. Und das Tierreich muss sich darum kümmern, dass er auch zu essen hat. Das ist so ein bisschen die Message der Geschichte. Und es gibt einen Hasen, der gefressen werden soll von dem alten Löwen. Und der Hase sagt, nein, ich grabe dir eine Grube, leg dich da rein und ich hole die anderen Tiere und du frisst die anderen Tiere auf und lässt mich leben. Und es endet so, dass der Löwe die anderen Tiere auffrisst, am Ende den Löwen fangen will, den Hasen auch fressen will. Der Hase sagt doch, aber nein, lass mich doch leben, ich habe dir die anderen Tiere doch gebracht. Und sagt der Löwe, okay, ich lass dich leben. Und das ist das Ende der Geschichte. Das heißt, die Moral ist was? Die Moral ist, wenn man dem Löwen viele andere Tiere zuführt, kann man selber überleben. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das dürfte man hier nicht laut sagen. Das dürfte man nicht laut sagen. Das würde hier irgendwie nicht irgendwie sozial. Nee, das entspricht nicht der Vorstellung von korrekter Kindererziehung. Ja. Und schön, also Märchen, ist die Frage, ob es ein Märchen ist, aber was mich immer sehr beeindruckt hat, war die Erzählung von der Hyäne, von Dreamer. Die, also wir kamen auf der Insel an und waren schon mal da gewesen, aber wir sind sozusagen wiedergekommen und wurden gewarnt, dass momentan die Hyänen sehr tückisch sind und sehr dreist sind. Und dass wir aufpassen müssen. Und dann habe ich so gefragt, ja, was ist denn passiert? Und dann sagt er, ja, vor 2 Wochen hat hier eine Frau am Feuer gekocht und das Kind war auf ihrem Rücken und es war so schwer. Und plötzlich stand ihr Mann vor ihr, so vor dem Feuer. Und das Feuer ist ja so hell, deswegen konnte sie den nicht so richtig gut erkennen. Aber ihr Mann stand da und hat gesagt, gib mir doch das Kind, ich passe so lange drauf auch und du kannst hier kochen. Ja, und dann war dieses Kind verschwunden. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das nicht ihr Mann war, der da vor ihr stand, sondern eine Hyäne, die auf 2 Beinen vor dem Feuer gestanden und die Stimme ihres Mannes nachgeahmt hat. Sie hat als Ehemann ausgegeben und gesagt, gib mir das Kind, ich pass drauf auf, du kannst so lange kochen. Und so ist dieses Kind umgekommen. Und das wurde uns aber nicht innerhalb einer Märchenstruktur erzählt, sondern innerhalb von einer wahren Begebenheit. Und das war für mich so unvorstellbar oder so schwer zu verstehen, wie eingebettet sozusagen für uns Märchen in die Realität sein können oder in die Wahrnehmung der Dinge. Von jungen Menschen in unserem Alter, die auf der anderen Seite total modern sind und sensibel und Verständnis haben für die verschiedensten Dinge.